Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Botschaft für heute, für morgen und für übermorgen. Wenn du es heute am Veröffentlichungstag schaust, dann sind natürlich deine liebevollen, tollen, hoffentlich Wochenendbotschaft für Freitag, Samstag und Sonntag. Das Video ist aber trotzdem zeitunabhängig. Wenn du es jetzt an einem Mittwoch sehen solltest und das vielleicht, keine Ahnung, im Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, wir sind jetzt gerade im Sommer, dann gilt es natürlich für dich für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ganz wichtig, sich einfach ein bisschen einlassen, vielleicht auch seine Themen gerade mal im Kopf ein bisschen beiseite schieben, wenn man sich nur von den Botschaften, nur in Anführungsstrichen Botschaften inspirieren lassen möchte. Wenn man aber ganz fokussiert auf ein Thema ist, das ist auch ganz wichtig, dann könnt ihr es verknüpfen mit dem Video, mit dem Botschaft, mit den Kartenlegungen, weil dann kann es sozusagen eine Einheit bilden und es kann euch mit Sicherheit dann auch wertvoll sein und unterstützend sein. Zu diesem Thema, ne? Oder zu dieser Frage, wie auch immer. So, wir schauen uns jetzt aber hier mal an, was wir haben von den lieben Lennys. Oh, da haben sich die Routen umgedreht. Für den einen oder anderen wird es wichtig sein, ernsthafte Gespräche, ne? Die hier anstehen. Ernsthafte Gespräche ist ja immer wichtige Gespräche. Denkt auch dran, noch im August gibt es die Rabatte unter den Videos immer wieder mal. Ne? Also da schaut mal fleißig drunter. Jetzt noch im August. Und denkt auch dran, die Glocke zu aktivieren, denn viele haben diesen Community-Post halt nicht bekommen, wo ich gepostet habe, dass es im Juli und August immer wieder unter Videorabattaktionen limitiert natürlich gibt, aber so hat jeder mal die Möglichkeit, vielleicht auch mal, vielleicht nicht jeder, aber manche, noch mal in den Genuss zu kommen, eine private Legung euch zu gönnen. So, jetzt schauen wir uns für die 3 Tage die Botschaften an und ich nehme uns diese 3 Karten hier raus. Was haben wir da? Da haben wir die Schlange, da haben wir den Bären und die Blumen. Ja, wie schön ist das denn hier? Schlange wieder, guckt wieder raus, super. Komplikationen etc. Alles, was nicht gut gelaufen ist, alles, was nicht gut läuft. Verstrickungen, Glaubenssätze, Anschauen, Mutter-Vater-Themen. Ne? Wir haben hier letztendlich Mutter-Vater so gut im Bild hier, ganz klar. Bitte ansehen, was blockiert euch, was hindert euch, was möchte euch nicht vorwärts gehen lassen, was passt gerade nicht. Weil das Schöne hier mit der Neuen, mit den Blumen, möchte kommen. Möchte euch dafür belohnen, dass ihr euch das nochmal angeschaut habt. Was heißt nochmal? Manche schauen sich auch Sachen, Punkte, Themen zum ersten Mal an. Aber es ist so wichtig, ne? Immer wieder, ich sage euch das wirklich, ihr wisst, ich bin ja im normalen Leben, hört sich blöd an, ne? Aber in meiner anderen Realität bin ich ja Trainer, Coach und da mit ganz vielen psychologischen Studiengängen auch und die ich absolviert habe und die ich integriere auch darin. Ich weiß das schon und das ist so, wenn wir da nicht hinschauen, dann haben wir immer unsere Punkte. Wir sind nun mal erwachsen geworden, auf dem Weg dahin hat uns vieles geprägt. Und gerade die Kindheitsalter-Themen, Situationen, da wo wir dran gewachsen sind auch oder wo wir, ich sag mal, älter geworden sind, ne? Also in den kindlichen Lebensjahren, diesen Kindheitsphasen, die uns älter werden lassen haben, da sind wir natürlich durch ganz viele Situationen gegangen, durch ganz viele Prozesse, die uns viel mitgeben sollten, die uns vieles mitgegeben haben und die uns einfach geprägt haben. Und bis ins hohe Erwachsenenalter kommen wir mit manchen Sachen halt einfach nicht klar und wissen es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist so, so wichtig, das zu hinterfragen, zu beleuchten. Auch ganz klassisches Beispiel, auch hatte ich auch letztens wieder in einem Coaching, das Geldthema, dass jemand nie Geld übrig hat. Ne? Nie ist irgendwie Geld da. Am Monatsende ist alles weg, egal wie viel man hatte. Und es ist auch ein großes Thema, wenn es halt immer wieder, ich sag mal, im Kindesalter, in den Prozessen, wo wir gewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind, halt Geld einfach etwas Schlimmes war. Ne? Wenn wir ganz viel hören durften von unseren Erziehungsberechtigten, wie auch immer, oder von wem auch immer, dass, ne, dass halt Geld einfach, ja, schmutzig ist, dass Geld, ne,
dass Reiche sich nur etwas leisten können. Dass Geld im Endeffekt uns hindert, irgendwelche Gefühle zu zeigen, was völliger Bullshit ist. Ne? Liebe ist so wichtig natürlich, aber Geld brauchen wir zum Überleben. Und deswegen ist wichtig, dass wir Geld auch schätzen. Und natürlich, wenn in der Kindheit schon kein Geld da war, dann ist es natürlich auch ein Prozess und es ist auch eine Sache, die uns begleitet, meistens unser ganzes Leben lang. Und dann dürfen wir auch mal hinschauen, warum war das so? Und das hat man einfach mitbekommen, weil wenn dann auf einmal Geld da ist, muss ich es loswerden, weil ich hatte es halt einfach in der Kindheit nicht. Ne? Das sind auch so Geburtsbedingungen und so, es ist zu groß, dieses Thema. Aber das sind halt einfach so Themen, mit denen ich mich natürlich in privaten Coachings auch beschäftige und ich meine Studiengänge dafür auch habe und das auch ganz bewusst. Und hier meine ich halt ganz einfach, wenn ich merke, dass ich immer an irgendeinem Thema an meine Grenzen komme, dann ist es wichtig zu hinterfragen, wie war das in der Vergangenheit? Wie war das bei meinen Eltern, bei meiner Mutter, Vater oder wer auch immer mein Erziehungsberechtigter dann letztendlich auch war? Ne? Gab es das da? Haben wir Geld geachtet? Haben wir Geld geschätzt? Haben wir Geld auch als, ne? Jetzt kriegt ja auch diese Glaubenssätze immer wieder, Geld verdirbt den Charakter und solche Sachen. So ein Bullshit, so ein Quatsch. Nein, natürlich kann es sein, dass manche einen Höhenflug bekommen. Das ist, da müssen wir uns nicht von freisprechen, das ist so. Das ist genauso, wie es schlechte und gute Menschen gibt, wobei schlecht und gut auch wieder zu definieren ist. Ne? Und, da können wir ein Riesenfass aufmachen. Man kann nicht pauschalisieren, es gibt immer solche und solche. Aber trotzdem ist es halt von der Mehrheit her. Und Geld verdirbt von der Mehrheit her nicht den Charakter. Es gibt viele Leute, die Geld haben, die auch was Gutes damit tun. Ne? Und die auch nichts haben, die machen auch was Gutes. Versuchen, da noch was wegzunehmen und dann jemand anders zu unterstützen. Aber schaut immer wichtig erstmal auf euch, dass es euch gut geht. Ich weiß gar nicht jetzt, ich kam jetzt wegen Mutter-Vater-Themen, sorry. Aber das ist so wichtig, dass man es auch betrachtet, wenn man irgendwo behindert wird. Schaut hin, weil das Schöne wartet hier auf euch. Das möchte angesehen werden. So, Komplikationen gehen hier raus. Ex-Partner, Ex-Partnerin, hier kommt eine schöne Zeit. Hier kommen Treffen, vielleicht Einladung, Essen gehen, Konzerte. Oder hier, es war immer so, ihr seid vertröstet worden vom Arbeitgeber, vom Chef, Chefin. Ihr musstet immer irgendwie vieles machen, was nicht so gut war. Und es lief nicht vorwärts. Es lief einfach nicht vorwärts. Jetzt ist es so, dass hier eine Belohnung, vielleicht kommt eine Sonderzahlung. Vielleicht kommt in der Vergangenheit, konnte man vielleicht auch nichts geben. Es war vielleicht auch gar nicht in dem Sinne bös gemeint. Ne? Aber trotzdem seid ihr an eure Grenzen gekommen, weil die versprochene Gehaltserhöhung nicht kam, die versprochene Weiterbildung kam nicht und. Jetzt bekommt ihr hier die Belohnung, Chef, Chefin. Oder vielleicht auch Kredite etc. Vorher nicht bewilligt wurden, bei Behörden irgendwelche Bewilligungen nicht durchgegangen sind. Es wurde immer vertröstet, es gab immer neue Anforderungen, Herausforderungen. Jetzt kommt das Schöne auf euch zu, durch diese Person halt auch. Es kann auch gut sein. Natürlich Ex-Partner, Ex-Partnerin oder bei jemandem in Drittkonstellation, wo vielleicht die Schlange hier rausgeht, die dritte Person, und jetzt die schöne Zeit auf euch wartet. Da gibt es ganz, ganz viele Situationen. Ihr wisst, ich kann immer nur einen gewissen Rahmen hier abdecken, aber das könnte sehr interessant sein, wenn wir da mal in die Tiefe schauen, auch bei euch, ne, was so diese Mutter-Vater-Themen, was ich vorhin am Anfang so gesagt habe, die Glaubenssätze, die bei uns drin sind oder diese Sprichwörter, die wir halt einfach so manifestiert haben, ne, wie mit Geld verdirbt den Charakter. Aber gut, so, wir schauen jetzt aber hier, wir verderben uns hier nichts, sondern wir schauen uns das Engeltarot hier ergänzend an. Und ein Engeleinchen auch noch natürlich on top. Upsala, im hohen Bogen, was ist uns da rausgefallen? Durchhaltevermögen. Ihr wisst, ich ziehe trotzdem noch eine Karte. Geh beharrlich deinen Weg. Aber ich finde die super schön und ich finde es wichtig hier, gerade was wir gerade hier gesagt haben. Deswegen nehme ich das Engeleinchen auch gerne hier. Ich habe es wieder reingetan, aber Durchhaltevermögen finde ich sehr, sehr wichtig. Ne? Gerade wenn wir Prozesse durchgehen, gerade wenn wir uns solche Themen anschauen, die uns blockieren, hindern etc. So, jetzt gucken wir uns mal an hier. Was haben wir hier im Engeltarot? Die Erneuerung, wow. Erzengel Jeremiel. Schon wieder ein Erzengel hier. Toll, 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 toll. Haben wir letzte Woche auch gehabt. Letzte Woche hatten wir schon eine heftige Karte. Also wer letzte Woche das Orakel nicht gesehen hat am Freitag, der sollte nochmal schauen. Das war eine heftige Karte. Die 20 hier auch, das Außen. Prüfe und bedenke. Günstiges Ergebnis
bei Überprüfung aller Fakten. Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Wie schön ist das, wenn die Komplikationen hier beiseite geschafft worden sind, wenn hier neue Möglichkeiten kommen, wenn Kraft und Stärke kommt mit der Belohnung hier. Was für eine Belohnung es immer auch ist, ich sage euch immer, die Blumen können ein Lächeln sein bis hin zu einer, was weiß ich, bis zum Riesenpräsent, bis zu einer Riesengehaltserhöhung und. Das ist alles, was uns erfreut vor allen Dingen. Und wir hatten vorhin hier das Durchhaltevermögen. Ja, halte durch, wenn du noch in dieser Phase steckst. Wenn du Mutter-Vater-Themen hast, schau sie dir an, habe ich vorhin groß und breit erzählt. Aus dem Außen möchte hier Stärke, Kraft kommen. Prüfe und bedenke, günstiges Ergebnis bei Überprüfung aller Fakten. Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Und es ist so wertvoll, ne? Dieses Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Zeit, endlich anzunehmen, das Schöne hier. Kraft und Stärke zu leben. Und gerade wenn jetzt auch wirklich hier noch Themen da sind, auch Mutter, Vater, dem, schau dir alles an. Weil günstiges Ergebnis, wenn du alles nochmal Revue passieren lässt, bei Überprüfung aller Fakten. Und Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen, heißt für mich immer Zeit, jetzt endlich dein Glück, deinen Weg zu leben, ne? Deinen neuen Lebensabschnitt. Das habe ich auch ganz oft in meinen Beratungen jetzt auch, dass jetzt einfach so die neuen Phasen anfangen, ne? Wir haben unsere, ich sage jetzt mal Kindheitsphase, Jugendphase, wir werden erwachsen. Das ist so eine Phase. Dann haben wir vielleicht Familie, die wir starten mit Kindern. Und wir entwickeln uns in dieser Zeit. So irgendwann mal sind die Kinder größer, brauchen uns nicht mehr komplett. Natürlich brauchen sie uns immer, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann ist es für mich die dritte Phase. Und da sind jetzt ganz viele, gerade auch von euch, ne, die so auch in meinem Alter sind. Und ich weiß, dass wir wirklich die meisten hier so in einem Altersstruktur sind, wo wirklich man sagen kann, dieser dritte Lebensabschnitt, der beginnt dann jetzt. Und schaut dann nochmal hin, was möchtest du die in dir verändern, was möchtest du für dich verändern, was möchtest du für deinen Berufsweg verändern und. Und das ist so, was ganz wichtig ist. Und das ist so, was gerade, wenn wir da nochmal hier die Karte bekommen, Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen, wenn wir hier nochmal auch Glaubenssätze oder das heutige Mindset diesbezüglich, was wir vielleicht, wir sind viel weiter, wir sind in der neuen Zeit, wir haben viel manifestiert, wir sind positiv, wir denken positiv. Und trotzdem, wenn die Glaubenssätze immer uns noch hier, ich sage jetzt mal, einen Strick durch die Rechnung machen, weil sie noch einfließen, dann können wir noch so weit in der neuen Welt sein, noch so weit geöffnet sein, auch unser Horizont, auch unser Mindset und wir alles nochmal wirklich so auch erleben, machen und vorwärts gehen, wie es sein soll. Aber wenn wir dann noch wirklich dann noch so diese Stellschraube haben, wo wir noch dran drehen können, weil wir nochmal hinschauen dürfen an diese Glaubenssätze, was ich vorhin euch erklärt habe, gerade zum Thema Geld auch, dann ist es jetzt wichtig und es ist Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen. Und ihr habt Erzengel Jeremiel hier als Unterstützer auch. Wir haben gleich noch ein Engeleinchen. Wir haben das Außen hier, was uns unterstützt. Und das ist auch schön, weil das Außen bietet uns neue Perspektiven, wenn wir unser Inneres halt auch angesehen haben, wenn wir das verändert haben, wenn wir dazu auch Ja sagen, dass wir das wollen. Ne? So, was haben wir für ein Engeleinchen? Wir hatten ja vorhin das Durchhaltevermögen und jetzt haben wir es loslassen. Wow! Ich bin wieder so fasziniert. Ich war letzte Woche schon so fasziniert. Ich habe das noch so wie heute, wie gestern in Anführungsstrichen oder wie letzte Woche in Erinnerung loslassen. Lasse alles los, denn es sind nur deine Ansichten, deine Vorstellungen, deine Erwartungshaltung, deine Wünsche. Das Leben ist ein Fluss, ist Veränderung, ist Neues. Öffne deinen Geist und deine Hände. Fließe mit dem Leben. Wow, schon wieder Gänsehaut pur. Ist das nicht schön? Wir haben das Durchhaltevermögen, das Engeleinchen ist rausgefallen. Jetzt haben wir hier loslassen, alte Themen, die uns nicht gut tun, Glaubenssätze vor allen Dingen, die uns hindern. Aber Schöne ist das Resultat, Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen, günstiges Ergebnis bei Überprüfung aller Fakten. Ja, und das im Außen. Es wird uns im Außen ganz viel gelingen, wenn wir das anschauen, wenn wir unsere Glaubenssätze auch anschauen, wenn wir sie lösen, wenn wir sie auflösen können, bearbeitet haben, einfach sagen, dass sie nicht Teil von uns sind, das ist Teil der Vergangenheit, Teil von unseren Müttern, Vätern, ne, von unseren Erziehungsberechtigten, wer auch immer da damals eine Rolle gespielt hat, diese Geburtsbedingungen, so, so wichtig. Und jetzt loslassen, das lese ich euch nochmal hier vor, weil das finde ich so, so schön. Lasse alles los, denn es sind nur deine Ansichten, deine Vorstellungen, deine Erwartungshaltung, deine Wünsche. Das Leben ist ein Fluss, ist Veränderung, ist Neues.
Öffne deinen Geist und deine Hände, fließe mit dem Leben. Ihr Lieben, dicken, fetten Megadrücker, danke, dass ihr da seid. Habt tolle 3 Tage. Ich weiß, es ist jetzt wieder was schwerer, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, sonst hört es doch nochmal von letzter Woche Freitag auch an. Aber es ist so wichtig, gerade diese Orakel in letzter Zeit jetzt auch wieder, ich finde die mega, weil sie ganz viel nochmal auslösen, reflektieren, anschauen lassen und uns wirklich auch zeigen, jetzt soll der neue Weg auch starten, ne? So, in diesem Sinne, so heißt es. Dicken, fetten Drücker und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!